Willkommen zurück zu Tower of Time. Wir haben jetzt endlich die nächste Ebene erreicht. Wir haben hier noch nicht alles gemacht, dieser Ebene, aber ich bin irgendwie unsicher, ob man überhaupt alles schon machen kann. Weil es sind noch eine Nebenquest jetzt nur noch. Eine. Das ist definitiv die Schmiede. Das muss die Schmiede sein. Das Herstellen dieser Waffe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir die hier finden können. Ich will aber trotzdem mal sicherheitshalber nochmal in den Quest-Notizen nachschauen. Vielleicht steht da ja was. Quests. Artefaktherstellung. Waffenblaupause, ja genau, die haben wir gefunden. Unsere Champions haben ein vorzeitig technisches Lehrbuch gefunden. Ein Kristallherz eines Golems ist zum Antrieb. Nee. Drähte und Kristallherzen haben wir gesehen. Also das könnte sein. Wir haben irgendwie kaputte Kristallgolems gesehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch nicht zur nächsten Ebene, sondern wir schließen diese Ebene genauso ab, wie wir die erste Ebene abgeschlossen haben. Weil noch sehe ich kein Problem, die Ebene komplett zu machen. Ich verspreche jetzt nicht, dass ich immer alle machen werde komplett, aber ich versuch's. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, ein Kristallherz brauchen? Wir hatten irgendwo ein Kristallgolem. Ich sollte den Teleporter benutzen und nicht einfach sinnlos rumlaufen. Aber irgendwo lag so eine Kristallgolem-Leiche. Ich glaube hier, das zerstörte Konstrukt war das, glaube ich. Also müssen wir dahin zu den Höhlen. Okay, schauen wir mal. Das glaube ich, dass wir alles hier finden können. Bloß wir konnten es auch noch nicht mitnehmen, weil wir nicht wussten, was es ist. Aber jetzt haben wir eine Vorstellung davon, wo man es benutzen kann. Die Kristalle in den lauten Geräuschen immer. Macht mich wahnsinnig. So. Bei der Gruppe entdeckt ein Konstrukt aus blauen Kristallen, die durch seltsame Drähte miteinander verbunden sind. Kleine, also es sind beide Sachen, oder? Kleine auf dem Boden verstreute liegende Splitter geben ein zaghaftes blaues Leuchten ab. Aber Champs erkennen, dass es sich um die Energiekristalle handelt, die zum Anfertigen des Artefakts benötigt werden. Ja. Sie schauen sich eine Weile um und nehmen den größten mit. Das Kristall jetzt haben wir. Aber dafür, dass es da Drähte gibt, haben wir keine aufgehoben. Also wo kriege ich die Drähte jetzt her? Weil das Ding war ja auch mit Drähten zusammengehalten. Aber ich konnte die nicht mitnehmen jetzt. Schauen wir mal auf die Map. Wasserfall kann ich vielleicht hier eher den Bereich. Aber hier ist keine X. Gefängnisse. Werkstatt. Das war eine Werkstatt. Ja, da gab es dunkle Drähte. Richtig. Ich erinnere mich jetzt, wo ich gerade an Werkstatt denke. Da gab es wirklich nur dunkle Drähte. Das war auch schon ein paar Folgen her jetzt. Ah, cool. Also das Ding können wir bauen. Alles klar. Dann haben wir die komplette Ebene abgeschlossen diesmal. Sogar ohne, dass wir nochmal zurückkehren müssen. Sehr schön. War da gerade noch Gold da unten rechts? Moment mal eben. Ne, es war nur eine Truhe. Okay. Okay. So, jetzt teleportieren wir uns einmal Richtung Werkstätte. Der Westbereich. So. Stimmt, ich erinnere mich, dass die wirklich Drähte hier lagen, ja. Das war echt lange her. Auf dem Tisch liegen einige Stücke seltsamen Drahts. Das Metall sieht ein wenig aus wie Gold, ist aber viel dunkler. Die Drähte sind miteinander verwoben und zu einer Kette verbunden. Sie sind leicht, aber unglaublich solide. Eure Gruppe erkennt darin eines der Bauteile, die sie für das Fertigen des Artefaktes brauchen. Sie nehmen eine kleine Spule mit. Nice. Und das alles hinter einer ritzverdeckten Tür, ne? Das Rest, den laufe ich jetzt, weil das ist ehrlich gesagt ein kurzer Schritt jetzt nur zur Bibliothek. Kein großes Problem. Ich hoffe immer noch, dass wir die Schlangenstatue in einer anderen Ebene immer wieder treffen werden. Und dass es dann, weil in einer anderen Ebene andere Zeit herrscht oder sowas, dass wir dann unsere Investitionen zurückbekommen. Ich hätte da oben lang müssen. Ja. Und deswegen bin ich auch ein bisschen geärgert darüber, dass ich nicht noch mehr investiert habe. Aber hey, wir kriegen immerhin 500 Gold, hat er gesagt. Das wäre schon ziemlich nice. So, ich hoffe, dieses Konstrukt greift jetzt aber nicht an. Das sieht schon ein bisschen gefährlich aus, muss ich sagen. Da ist es. Das Artefakt unseres Begierde. Ein experimenteller Zauberstab. Mana-Diebstahl hat er, okay. Benommenheit. Ich habe immer noch denselben Stab bei Erik. Ne? Ich mag halt diesen Stab von ihm, den er jetzt hat. Den habe ich halt damals ausgebildet. Ich habe ihn immer genossen, aber ich gucke nochmal nach, ob ich doch was ändern möchte bei ihm. Warte mal, ich gehe aber erst von der Schmiede weg, weil das laute Dröhnen der Schmiede wird mich, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. So. Erik. Erik, Erik. Wir haben so viele einzigartige Stäbe für dich. Wir nutzen keinen davon. Ein bisschen traurig ist es ja schon. Das sind diese kleinen Stäbe, ne? Ja. Selbst die kleinen Stäbe sind schon. Oder sind das auch große Stäbe? Habe ich gerade einen kleinen Stab ausgerüstet? Nee. Das ist ein langer Stab. Ne? Ja, das ist ein langer Stab gewesen.
Aber die sind alle so viel stärker, obwohl sie kleine Stäbe sind. Und zumindest der hier. Instrumentell ist echt stark. Und dafür, dass er viel schneller ist, ist er auch stärker. Er macht Mana-Diebstahl. Keine Crit-Chance und keine Gesundheit zu schaden, ne? Das, was ich so toll finde an dem anderen Stab. Und er bietet auch keine Resistenzen, so wie der andere Stab, was ich auch sehr gut finde am anderen Stab. Aber wenn ich den ausrüste, könnte ich noch einen anderen Stab dazu ausrüsten. Aber selbst die sind alle nie so geil, finde ich, wie der eine Stab, den ich schon habe. Ich könnte auch so einen Runenstein wahrscheinlich nehmen, ne? Beziehungsweise man kann nur einen Runenstein nehmen, oder? Ich kann keine zwei Stäbe halten, sondern Runenstein und einen Stab. Aber die bringen mir halt nichts. Skillstärke und so weiter brauche ich alles nicht. Die Resistenzen, die mir da eine große Stab bringen, sind einfach viel geiler. Nee, ich bleib bei meinem alten Stab. Ich finde den einfach zu gut. Die Resistenzen sind 10% auf alles. Ich habe Mana-Regeneration pro Treffer sowieso drin. Ich habe Gesundheits pro Treffer drin. Ich heile mich also Mana-technisch und besonders technisch mit dem Ding. Ich finde das Ding einfach zu gut. Weil es nicht wichtig ist, wie viel Schaden der macht. Es ist wichtig, dass er sich selber am Leben hält und sein Mana wieder auffrischt. Und das kann er damit komplett. Wo ist eigentlich der Slot rechts unten neben dem... Oh, man kann zwei Ringe tragen, Alter. Schlag mich tot, ey. Man kann natürlich zwei Ringe tragen. Das heißt, ich hätte den Ring nicht doch die ganze Zeit ausrüsten können. Der Dornring. Ja, den wollte ich, glaube ich, ihm nochmal geben. Hat er denn schon mal Dorn irgendwo drinnen? Nee, ne? Weil Dorn wären echt gut für ihn als Tank. So. Stiefel hat auch noch nicht. Also wenn ich in der nächsten Ebene nicht erst am Anfang diese letzten Teile zu finden, die ich noch brauche, wie zum Beispiel Stiefel für Erik. Für sie habe ich alles. Nicht Erik. Ah, Stiefel für Kane. Ein Hut für Erik. Sowie ein Helm und Schuhe für den Zwerg. So wie weitere Ringe, dann würde ich mir überlegen, diese Sachen mal herzustellen, die ich bisher noch gar nicht habe. Ne? Weil jetzt habe ich schon zwei Ebenen durchlaufen und habe gewisse Dinge immer noch nicht. Jetzt würde es sich vielleicht also lohnen, die Sachen selbst herzustellen. Aber wir gehen erstmal in die nächste Ebene, weil die wollten wir auf jeden Fall heute betreten. Das will ich heute jetzt nicht mehr aufschieben. Jetzt haben wir alles geschafft hier, ne? Ich wollte mir nochmal schauen. Karte. Ja, 100% die Ebene abgeschlossen. Sehr schön. Bisher zwei Ebenen und alle beide 100%. Ich hoffe trotzdem bald mal auf einen neuen Charakter wieder. Ich bin ein bisschen gierig, was neue Charakters angeht. Ja gut, wir haben jetzt vier. Ich will nicht meckern. Ne? Ich bin ja froh, dass wir vier haben. Aber irgendwie wüsste ich gerne, was noch so kommt. Und vor allem, ich glaube halt, der nächste Charakter, den wir bekommen, ist dieser blaue hier. Ne? Und das, der sieht halt aus wie der erste Kandidat für den Frostriesen. Also ich glaube, der blaue ist der Frostriese wahrscheinlich. Das Lilane darunter ist halt diese Schattengestalten aus der Wüste. Und das darunter ist halt wahrscheinlich noch irgendwie eine Frau. Und vielleicht menschlich, aber ich kann es nicht gut erkennen. Ja, wäre aber halt mega cool, diesen Frostriesen zu bekommen, weil ich wüsste, was der ist. So, wir haben es geschafft. Abgeschlossen. Ihr könnt hier bleiben, weitere Kunden oder zum nächsten. Nö, ist ja nichts mehr zu tun. Hinabsteigen. Ein weiterer Abstieg ins Unbekannte. Ihr habt das Ende der traurigen Geschichte der Dorfbewohner erfahren. Sie wurden von dem wahnsinnigen Magus Slev ausgenutzt. Der Großteil des Expeditionsteams wurde getötet. Kurz nachdem sie die zweite Ebene erreicht haben. Diejenigen, die entkommen sind, wurden von Slev verfolgt oder sind kurz darauf verstorben. Er brauchte Zugang zur großen Bibliothek und seine Forschung an den Weltportalen, Pfaden in andere Welten, fortzusetzen. Sein Ziel war es, so ein Tor zu erschaffen, die Bewohner der anderen Seite zu unterwerfen und einen Sklavenarmee aufzustellen. Laut seiner verdrehten Logik würde sein Volk ihn für seine Hilfe im Krieg gegen einen rätselhaften Feind preisen. Sein wahres Ziel allerdings war die Herrschaft über alles Leben an der Oberfläche. Die Orks, Bewohner der ersten Welt, die Slev auswählte, leisteten Widerstand und wandten sich gegen ihn. Er flüchtete in die Ebene darunter, um ein Portal in eine zugängliche Welt zu erschaffen. Euer Weg ist versperrt, die Treppe endet abrupt und darunter ist nichts als Dunkelheit. Europa hat keine andere Wahl, als denselben Weg zurückzugehen und einen anderen Weg zu suchen. Glücklicherweise finden sie eine kleinere Treppe, die von der Haupttreppe abzweigt. Kurz danach erreicht ihr eine Öffnung zur nächsten Ebene. Oder eher eine Lücke zwischen den Turmebenen. Okay. Das Glück wendet sich endlich zu.
Hätten wir diesen kleinen Zugang nicht gefunden, säßen wir noch immer mit eingestürzten Treppenabschnitt fest. Und das hätte durchaus das Ende unserer Mission bedeuten können. Ei, sieht aus, als wäre der Turm doch nicht unzerstörbar. Ich verstehe noch immer nicht, wie es sein kann, dass er so tief unter der Erde all die Jahre überstanden hat. Ich wette 5-1, dass irgendwas mit Magie zu tun hat. Ich glaube nicht, dass ich diese Wette annehmen sollte. Wahrscheinlich habt ihr recht. Denn die Wahrheit dürfte nicht so simpel sein, Meisterschützin. Die Legende berichten, dass die Alten über beinahe unbegrenzte Macht verfügten. Aber die Gewalt, die notwendig ist, um einen Turm dieser Ausmaße auf den Kopf zu stellen und zu vergraben, ist unvorstellbar. Mit oder ohne Magie. Beruhigt euch. Wir können die Ursprünge des Turms auch später noch diskutieren. Im Moment müssen wir uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt, und herausfinden, wohin dieser Durchgang führt. Dann tun wir das doch mal. Ein neuer Teleporter. Seiteneingang. Was sind das für Kreaturen des Grauens? Feurige Elementare oder was ist das? Bei den großen Geistern. Seht nach unten. Was mögen das für Kreaturen sein? Ja, das ist mein Gedanke gewesen. Aus dieser Entfernung lassen sich keine Details erkennen. Aber es scheint sich um wilde Tiere zu handeln. Die sind auf keinen Fall in diesem Turm heimisch. Tiere? Ich weiß nicht, was ihr da ein Tier erkennt. Für mich sieht es aus wie so ein humanes Konstrukt. Aber irgendwie elementar. Und seltsam. Nein, nein. Hinter diesen wilden Tieren steckt weitaus mehr, als das Auge sehen kann. Etwas regt sich in ihnen. Ich spüre eine düstere Macht. Seht, wie sie sich verhalten. Wie sie sich dem Alpha-Tier ihrer Gruppe fügen und stillstehen. Wache stehen. Als würden sie Befehle folgen. So verhält sich kein einfaches Rudel Wölfe. Eine dunkle Intelligenz regt sich in ihnen, roh und begrenzt, aber trotz allem eine Intelligenz. Wölfe? Was sind Wölfe? Wie passend, dass ihr gerade die Spezies vergesst, die euresgleichen ausgerottet hat. Ich hätte es besser wissen sollen. Wölfe sind wie Hunde, falls es die bei euch noch geben sollte. Nur größer, ungezähmter und bösartiger. Hier ist größte Vorsicht geboten. Der Intellekt, der diese Bestie leitet, ist kalt und heimtückisch. Aber sehen wir gerade irgendwie ein falsches Bild, weil das sieht überhaupt nicht nach Wölfen aus. Hier schweben komische Kristallformationen rum und da ist so ein komischer Feuerelementartyp. Zeigt sie mir gerade was Falsches? Ich bin mir nicht sicher. Der Intellekt, der diese Bestie leitet, ist alt und heimtückisch. Ich spüre überwältigende Wut. Wut darüber, hier gegen ihren Willen eingesperrt zu sein. Es wäre weise, sie ganz zu umgehen. Obwohl ich einräume, dass Weisheit nicht zu der Stärke der Menschheit gehört. Ha, kein Fisch auf vier Beinen sollte sich mit einem Zwerg anlegen, der in einer Hand eine Axt trägt und Feuer in der anderen. Also anscheinend sehen wir da irgendwie ein falsches Bild, oder? Die falschen Art von Gegnern? Weil vierbeinige, also irgendwie sehen die was anderes als ich gerade. Die Kreaturen dort unten dürfen sich weder von Äxten noch von Feuer fürchten. Seid ihr bereit, eure Prallerei Daten folgen zu lassen, Runenlord? Also die Kreaturen, die ich da sehe, die haben überhaupt gar nichts mit Wölfen, Vierbeinern oder sonst irgendwas in der Allgemeinen, aber okay. Das ist eine komische Ausbuchtung hier, oder? Ja. Also, tief unter euch, tief unten sehen eure Champions eine seltsame Kerbung, die im roten Licht glüht. Die Luft über ihr flimmert und als sie passieren, wird ihnen übel. Außerdem sehen sie eine Menge Skelette, von denen einige jüngere Ursprungs zu sein scheinen. Okay. Also ich habe das Gefühl, das hat sich doch jetzt vielleicht bezogen, aber das davor? Ja, überhaupt nicht, oder? Ein kleiner Fehler am Spiel vielleicht? Das Wasser unten ist grün und abgestanden. Es steckt nach Verderbnis und Fäule. Was ist da unten für ein riesiges Viech?
War das mal einer der Grünhäute? Sieht ziemlich tot aus. Ist so verworren, hier oben zu laufen in diesem Gebälk. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich habe mir Angst einzubrechen. Ein gewaltiger Kronleuchter ist herabgestürzt. Einer genauen Untersuchung oder Schärfchen ist nach deutlich, dass die Kette absichtlich getrennt wurde. Okay. Elementarschutz 1. Erhöht den Widerstand gegenüber Elementen um 8%. Für Brustschutz. Okay. Nehme ich mit, genau wie das hier. Eine kleine Schriftrolle. Answell, der Zwergenlord, hat große Minen von Walroth. Der Zwergenlord der großen Minen von Walroth war so sehr auf die Mächte der Erde abgestimmt, dass er nicht vernichtet werden konnte. Er rettete einst 300 Bergarbeiter vor dem Tod, indem er eine Stütze auf seinen mächtigen Schultern hielt, während sie aus einer eingeschützten Grube flohen. Nachdem sie eingeschützt war, trat er heraus, 12 Jahre später. Okay. Ja, Widerstände gebe ich ja unheimlich gerne dem Hohen Lord. Das gestehe ich ihm auf jeden Fall zu, dass er magisch einfach mehr ab kann. Zwergentypisch, möchte ich fast behaupten. Das sieht halt überall aus, ob es hier durchgehen müsste. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass die Map mir vielleicht Sachen von unten auch schon anzeigt. Bin mir aber nicht sicher. Ah, ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht schon mal speichern zwischendurch. Ja? Immer mal wieder ist das eine gute Sache. Habe ich gehört. So. Und da haben wir unseren ersten Gegnern. Sieht aus wie Orks. Also Grünhäute halt. Ja, das sind wahrscheinlich die letzten, die hier noch gewartet haben und die gespäht haben. Weil ihr wisst gleich, dass eure ganze Truppe oben tot ist. Ihr seid die letzten Späher wahrscheinlich, die den Angriff vorgespäht haben. Eine Gruppe Orks nähert sich aus der Richtung des entfernten Endes der Passage. Sie marschieren gebückt, mit wild blickenden Augen und halten ihre Waffe fest und klammert. Obwohl sie eure Champions sehen können, wenden sie sich die Köpfe in alle Richtungen. Selbst als sie die Waffen schon zum Angriff heben, geben sie sich deutlich abgelenkt. So als würden sie eine noch größere Gefahr im Schatten lauern. Ja, kein Wunder, sag ja, die scopen hier, ne? Die sind hier am Aufklären. Und wir kommen jetzt unverhofft von hinten. Oh, sie haben hier einen grauen Schamanen-Boss dabei. Das ist vielleicht die letzte große Ork-Gruppe, die wir kämpfen. Ne? Alle anderen Orks könnten tot sein durch uns. Das könnten echt die letzten sein. Die letzten Überreste dieser Fraktion in diesem Turm. In unserer Welt vielleicht sogar. Wobei ich mir auch irgendwie vorstelle... Also ganz echt, ich finde schon, dass Tower of Time das Potenzial hätte, geschichtlich ein Intro-Titel zu sein für eine größere Welt. Weil es schon sehr viel davon spricht, welche Grundlage existiert. Auch was zum Beispiel, wenn die Frostriesen ihren Stein verlieren und dann plötzlich keine Erinnerung mehr haben. Was zum Beispiel, wenn mehr Orks durch die Tore kommen und sich halt in der Welt hier niederlassen. Also es gibt ja Möglichkeiten, aber mal gucken. Nicht so weit vorgreifen, erst bis in Kampf hier überstehen, ne? Acknowledge. Of course. Moving into position. Trap time. Yes. Sire! How may I help you? Mani. Mani Marte. With honor and glory. Get out! I never miss. Forward. Manga. Le Mel. Mehr Fallen auslegen. Yes, sir. On my way. Unleash power. At your service. Zick. Yes, moving. Ich komme klar bisher, gut. Mani Marte. Yes.
Oder das ist der Boss hier oben, ne? Deswegen hält er so lange aus, okay. Ja, wir haben ihn ja fast jetzt. Aua, Mist. Erstmal schön eingefroren worden, beide. Nicht so gut. Right between the eyes. So, der Anführer fällt, der letzte graue Prophet oder Schamane. Wir hier nicht bei, sind hier nicht bei Warhammer und bei Skaven. Aber der letzte von denen ist down. Immer schnell Fallen auslegen hier vor dich, Madame. Consider it done. Mist, die Fallen sind bis zu spät ausgelöst worden, leider. End, bitte lenken ihn ab. Ready to serve, my lord. I'm a lord for honor and glory. At once, sire. On my way. Yes. Jetzt bist du uns so weit gelaufen, Madame. Komm mal zurück hier, bitte. My lord. My lord, moving in to position. Heilung. Head out. Yes. Ready to serve, my lord. On my way. At your service. Yes. Ah, das letzte große Ansturm der Orks, ja. Muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Yes. Rüstungsbuff. For honor and glory. At once, sire. Eissauer lohnt sich gerade, oder? Dornen, um ihn aufzuhalten. Wenn es rechtzeitig kommt. Ja, kommt rechtzeitig. Oh, mein Zwerg. Mein Zwerg stirbt gleich. Ah, ist geschafft. Nee, wir haben es überlebt. Sehr gut. Und ein neuer Ring, was sehr gut ist. Aber ein Ring, der mir Wasserschwäche gibt. Und Mana-Punkte verringert. Oh, einfach nur Immunität, das ist mir nicht wert. Den würde ich niemals ausrüsten. Ich meine, wenn ich jetzt gegen den Boss kämpfe, der so schwer ist, weil er nur Feuerschaden macht, dann würde man den vielleicht einmal nehmen, den Ring, und dann sonst nie wieder. Aber ein neues Schild. Ein Großschild des Topas. Okay, der ist ziemlich krass, der Schild. Aber ich weiß nicht, ob ich den für meinen Tank brauchen kann. Die Orks kamen diese. Die Orks haben diese Ebene also auch erreicht. Ich habe diese einfältigen Willen so langsam satt. Sie geben niemals auf, nicht mal dann, wenn ihre Niederlage unausweichlich ist. Da unten auch noch ein paar, oder? Könnte sein, dass unten auch noch ein paar Orks sitzen. Also, und die letzten, aber es sind auf jeden Fall generell so ein bisschen die letzten. Denk mal, die Hauptfraktion haben wir oben besiegt. Diese Gruppe verhielt sich anders. Sie waren überrascht, als sie uns sahen, aber schienen gleichzeitig beinahe erleichtert. Ich frage mich, was ihnen solche Angst gemacht hat. Gut beobachtet, Meisterschützin. Diesmal sind die Orks die Eindringlinge und die Kreatur, die auf dieser Ebene haust, mag keine ungeladenen Gäste. Eine Tatsache, die sich die Orks am eigenen Leib erfahren mussten, als sie sich einem Gegner gegenüber sahen, der noch wilder war als sie selbst. Willkommen zurück, Freundin. Ich muss zugeben, dass sich dieser Turm allein durch eure Anwesenheit weniger trostlos anfühlt. Diese andere Macht, von der ihr gesprochen habt, was ist das? Ich will endlich neue Blaupausen, um höher leveln zu können. Das ist mir mal zu wichtig. Ich habe so viel Gold mittlerweile übrig. Freundin? Ihr habt mich Freundin genannt? Der Turm-Avatar schwebt vor euren Champions und starrt sie in der Reihe nach eindringlich an. Ihr Gesicht verrät keinerlei Emotionen, doch ihre Augen zeugen von einer starken, durchdringenden Aufmerksamkeit, so als würde sie die verborgenen Gedanken eurer Champions zu lesen versuchen. Das kommt unerwartet. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so genannt wurde. Ich werde mit meinen neu gewonnenen Freunden teilen, was ich weiß. Diese andere Macht, ich glaube, ihr seid ihr bereits begegnet. Sie entstammt einer Welt der Bestien, alt und unweltlich. Magus Sleth hat ein Weltenportal zu ihrer Welt geöffnet und sie zum Turm gelockt. Ich glaube, die Sache verlief nicht nach Plan. Wie ihr bereits erfahren habt, können Sleths Portale Wesen ausschließlich zum Turm transportieren. Nachdem die Bestie also hindurchgekommen war,
befand sie sich mehr oder weniger in Gefangenschaft. Was mit wenigen begann, multiplizierte sich mit den Jahren. Die Bestien haben inzwischen diese gesamte Ebene infiziert und verderben sie mit ihrer widerwärtigen Anwesenheit. Die Orks befinden sich im endlosen Krieg mit den Bestien und versuchen verzweifelt, ihre Anzahl zu reduzieren, um die eigene Dominanz durchzusetzen. Die Bestien haben sich jedoch als viel zu hartnäckig und reproduktiv erwiesen. Nur die Verteidigungsmechanismen des Turms halten die Bestien davon ab, sich auf andere Ebenen auszubreiten. Wie zuvor fürchte ich jedoch, dass die Mechanismen euch nicht von den Bestien unterscheiden können und deswegen als gleichermaßen feindselig einstufen werden. Ach, dann wären wir quitt, Elfendame. Denn meine Axt kann zwischen Grünhäuten, wilden und schauerlichen Kreaturen auch nicht unterscheiden. Eure beiläufige Anspielung ist gerissener, als ihr merkt, Runenlord. Das Wesen dieser Bestie verdorben, das spüre ich. Sie führen etwas im Schilde, das die Avatare noch nicht preisgegeben hat. Sollten ihre Absichten über das nackte Überleben hinausgehen, so weiß ich davon nichts. Die Bestien ernähren sich von Orks, die entweder im Kampf gefallen oder leichtsinnig genug sind, ohne Begleitung loszuziehen. Wenn das nicht reicht, fressen sie die Schwächsten unter ihresgleichen oder stürzen sich auf ahnungslose Neuankömmlinge, so wie wir. Und ja, ich kann eure fragenden Gesichter sehen. Das Portal zur Welt der Bestien steht noch immer offen. Hin und wieder treffen neue Bestien im Turm ein. Der Turm nimmt dies als ernstzunehmende Bedrohung wahr und hat die unteren Ebenen versiegelt, bis sie ausgerottet werden. Der Turm? Ihr sagtet, ihr seid der Turm. Wie kommt es, dass ihr die Seuche nicht einfach selbst beseitigt? In der Tat bin ich der Turm. Aber meine Verteidigungsmechanismen agieren autonom, programmiert. Meine Schöpfer, ohne meine aktive Kontrolle vor Bedrohungen wie diese zu schützen. Eine Sicherheitsmaßnahme, die ich nicht außer Kraft setzen kann. Avataren, könnt ihr uns sagen, wer eure Schöpfer waren? Die Magi. Jene der fünf Rassen mit einer außergewöhnlichen Begabung für Magie, die sich hier versammelten, um die Geheimnisse zu lüften. Sie sind lange fort. Tatsächlich hat mir die Zeit beinahe sämtliche Erinnerungen an sie geraubt. Ich verschwende einen Großteil meiner Energie darauf, diese Bestien zurückzuhalten. An deren Ort im Turm hat es verstörende Ereignisse gegeben, Entwicklungen, die ich bereue, werden sehr bald meine volle Aufmerksamkeit und Tatkraft erfordern. Vielleicht könnt ihr diese Ebene für mich von den Bestien befreien? Okay. Schon wieder werden wir von einer mysteriösen Macht mit einer gefährlichen Mission betraut, die uns nichts einbringen wird. Wollt ihr euch von ihr weitere Befehle erteilen lassen, Kane? Wenn ich euch nicht so gut kennen würde, hätte ich den Eindruck gehandelt aus Eifersucht. Akzeptiert es, Hochkurierin. Der Turm-Avatar ist ein Konstrukt mit Verpflichtungen. Sie hat keinerlei Veranlassung, uns mit Aufgaben zu belasten, die nicht alleine der Erfüllung ihrer Pflicht dienen. Pflichten, die sich, wie sich herausstellt, in unsere eigenen Ziele decken. Oder habt ihr etwa vergessen, dass wir den Boden des Turms erreichen müssen, dessen nächste eben blockiert sein wird, solange die Bestien hier rumspazieren? Trotzdem wünschte ich, sie würde uns mehr über die Technologie dieses Turms erzählen. Oder zumindest zeigen, wo wir ein paar Maschinen ansehen können. Ihr zollt ihr zu viel Anerkennung. Je mehr sie uns erzählt, desto mehr habe ich den Eindruck, dass sie keine Ahnung hat, was sie eigentlich von sich geht. Ihr könnt recht haben, Kane. Wir mögen ihre Hilfe benötigen, um diese Ebene zu säubern und die Mission fortsetzen zu können, aber deswegen fühle ich mich nicht weniger manipuliert und das gefällt mir nicht. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Und das da unten, diese Wesen, oder? Das sind vielleicht auch schon Teile dieser Wesen, oder? Oder Konstrukte zumindestens. Vielleicht waren das doch schon die letzten Orks. Naja, bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zusehen.